Bettina Hoy im vergangenen Jahr Aufgabe übernommen hat, niederländischen Vielseitigkeitsreiter zu trainieren, hat eine Entscheidung getroffen. Sie tritt aus dem Olympiakader aus. Der Schritt, aus dem Olympiakader auszutreten, heißt dabei keineswegs, dass Amazone ihre Reitstiefel an den sprichwörtlichen Nagel hängen wird. Punkt. 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 Der Schritt ist lediglich ein Schritt zurück. Auch weiterhin wird sie 3- und 4-Sternprüfungen bestreiten, jedoch nicht mehr in der großen Anzahl wie bisher. Vielmehr werden es ausgesuchte Starts sein, bei denen sie in Zukunft ihre Pferde an den Start bringen wird. Das Jahr 2017 war für Bettina Hoy von großen Herausforderungen und großem Erfolg geprägt. Der Spagat zwischen Traineramt und eigener Karriere als aktive Reiterin erfordert größten Einsatz. Im vergangenen Jahr ging Rechnung auf, neben dem Training mit den Niederländern legte gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin eine hoch erfolgreiche Saison hin. Gekrönt wurde sie von einem 2. Platz bei den Event Riders Masters und dem Sieg bei den deutschen Meisterschaften. 2017 war aber auch nur ein EM-Jahr. Im SEM-Jahr stehen Weltreiterspiele in Teilen und damit größere Ziele und Aufgaben auf dem Programm. Der Schritt zurück bei der eigenen Karriere zeigt sich damit als eine notwendige Konsequenz. Im Laufe ihrer langen Karriere hat Bettina Hoy 12 Jahre lang in England lebte und dort gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, dem Australier Andrew Hoy Gitcombe Park bewirtschaftete, 3-mal an Olympischen Spielen teilgenommen, 5-mal trat sie bei Weltreiterspielen an, 10-mal bei Europameisterschaften. Mit ihrem Sieg bei der EM 1997 in Burghley schrieb sie Geschichte. Es war der erste deutsche Einzelsieg in der Vielseitigkeit seit 1936.